Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Sky Factory 3. Ich habe in der letzten Folge 2 Auto Heavy Seas hergestellt. Dann habe ich jetzt zwischen den Folgen mir angezeichnet, wie ich das gerne alles da unten aufgebaut hätte. Das habe ich einfach mit random Vanilla Blöcken gemacht. Jetzt machen wir mal ganz kurz Tag, damit da unten die Mobs verschwinden. Und dann muss ich erst endlich mal diesen verkackten Waypoint hier löschen. So. Denn wir werden uns daran setzen, eine automatische Erzfarm zu machen. Wir brauchen demnach noch ein paar Sieves. Denn ich will diese drei Teile pro... pro... Ja, wartet mal ganz kurz. Denn es wird einmal Kies, einmal Sand, einmal Dust hergestellt und pro Teil hätte ich gern 3 Sieves mit den unterschiedlichen Meshes drin. Da ist eine Fledermaus. Ihr wisst, was das heißt. Schnell was essen und dann Fledermaus einfangen. Essen ist hier drin. Komm. Die Fledermaus kommt mir jetzt zugute. Wo ist er? Ich hab's. Yes! Das ist der Anfang für den Angel Ring. Hier. Genau. Deswegen wollen wir da jetzt noch ein bisschen was herstellen. Und zwar... Ich brauche pro Ding 3 Stück. Das sind insgesamt 9 Stück. Wie gesagt, ich habe hier ein bisschen gefarmt. Wenn man sich das hier anguckt, da ist nämlich schon was zusammengekommen. Wir brauchen Stahl. Ich glaube, wir brauchen auch Redstone. Und Glas. Das da. Dann stellen wir erstmal das hier her. Das kann erstmal hier hoch. Und das kann dort rein. Davon brauche ich natürlich auch noch welche. Das machen wir hier. Dann nehmen wir uns gleich noch ein bisschen mehr raus. Ich habe ja gesagt 3 Stück. Das sind insgesamt 9. 2 haben wir schon. Gleich das dritte. 4, 5, 6, 7. Okay. 8, 9. So, Holz kann wieder weg. Wir brauchen ein paar Blöcke aus Stahl. So, dann haben wir 3. 1, 2, 3. Und nochmal 3. Genau, das heißt 6 Blöcke. Oh. Dann müssen wir doch mal gucken, ob wir unten was drin haben. Oh ja, wir haben hier noch was. Sehr nice. Da. Ja, ich bin heute mal wieder allein auf dem Server. Ist aber nicht schlimm. Da waren die nächsten 3. Sehr schön. Dann brauchen wir jetzt jeweils noch von jedem 2 Meshes. Das
wir wenigstens schon mal den Grundstein haben. So, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, das ist Flint. Eisen, Dia. So, zweimal Flint. Zweimal Eisen. Und noch zweimal Dia. So. Die Erze kommen wieder alle hier rein. Die kann ich sogar wieder auseinanderfriemeln. Das kann auch hin. Das Redstone habe ich zum Beispiel überhaupt nicht benötigt. Das ist sehr gut. Ja, dann kommen wir her. Was steht da hinten? Ein Skelett. Eins auf Speed. Haha. So, hier, wo das Sand ist, muss natürlich ein Ziefen. Eins. Zwei. Drei. Hier eins. Eins. Oh. Eins. Zwei. Drei. Doch, Heavy Sieve. Ich wollte schon sagen, ich habe jetzt die falschen hergestellt. What the fuck? Das wäre ein bisschen peinlich gewesen. So. Und so. Jetzt brauchen wir drei Cobblestone Generator. Oben die Erzform breche ich jetzt erst einmal ab. Die wird erst einmal nicht mehr benötigt. Da. Ganz kurz hier was snacken. Kommt noch ein Apfel hinterher. So, hier müssten auch noch Dias drin sein. Ja. Gut, dann brauchen wir drei Cobblestone Generator. Lava und dreimal Lava, dann verschwinden wenigstens diese Eimer wieder. Jetzt habe ich hier noch Witchwater. Das. Und das. Wir holen uns als erstes das Wasser. Dann holen wir uns 1, 2, 3. Hä? Was habe ich denn gemacht hier? Dreimal Wasser. Ich hoffe, das geht mit den unterschiedlichen Buckets. 1, 2, 3. So, und Glas fehlt natürlich. Nee, Hammer. Das nicht so. Nö, geht nicht. Jetzt machen wir das halt so. Eins. Zwei. So. Und so. Ihr kommt erstmal wieder hier rein. Dann tun wir die natürlich gleich upgraden auf Eisen. Denn die sollen ja gut produzieren.
drei Stück und wir gehen direkt weiter auf Diamant. Drei Stück. So. Oh, shit. Ich habe eins zu viel gemacht. Egal. Jetzt wird das eine wieder da rein. Da kann dort die Produktion erstmal weiterlaufen. Genau, die kommen dann dahin. So, dahin, dahin und dahin. So. So, hier kommt Cobblestone. Holz steht für Kompressor. Hier kommt dann also ein Kompressor hin. Kompress Cobblestone. Hier kommt ein Hammerer hin. Dann haben wir hier Kompress Cobblestone zu Kies gemacht. Dann kommt hier wieder ein Kompressor hin. Haben wir Kompress Kies und das wird gesieved. Genau. Und ein Flint Eisen Dir. Flint, Eisen und Dir. So, Kompressor und Hammerer brauchen wir jetzt also. Da gucken wir doch einfach mal, was uns das kostet. Ja, den Compressed Hammer, der kostet uns natürlich wieder etwas Stahl. Wir können davon sogar schon zwei Stück bauen und wir brauchen den Hammerer, der kostet uns nur Eisen. Eisen haben wir hier mehr als genug. Außerdem habe ich hier auch noch die Blöcke, bin ich böse. Ja, ohne Kommentar bitte. So, und ich brauche wieder mal Holz. Wir machen erst mal drei Stück. Ah, stimmt, zu wenig Holz. So. Dann da. Ich weiß gerade auch nicht, wie viel Kompressor ich so wirklich brauche. Wir machen erst mal Sechser. Ich hoffe nur, dass hier unten jetzt keine Mobs spawnen. Mäh. Hier kommen die Kompressor hin. 1, 2, 3. So, so und so. Dann kommen hier die nächsten hin. So, so und so. Dann kommt hier noch einer hin. Und wir brauchen noch zwei Kompressor. Alles kein Problem. Aber vorher mal ganz kurz die Nacht überspringen. So. Noch zwei Kompressor. Das ist für eins. Das ist für zwei. 1, 2, 3, 4. Zwei. Ich könnte eigentlich das Jetpack mal wieder anziehen. So, Kompressor. Kompressor. Jetzt brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Compressed Hammerer. Dafür brauchen wir natürlich wieder den Stahl und ganz viel Diamanten. Und wir können gerade mal zwei Stück herstellen. Ja. Compressed Hammerer. Oh, sogar bloß. Was? Warum bloß ein? Ach, die kann man nur einzeln herstellen. Läuft bei euch. Dann können wir aber noch einen dritten machen.
Ich hoffe nur, dass ich jetzt genügend Platz habe. Ja. So, dann brauchen wir davon nochmal zwei. Das war falsch. Das da. So, da haben wir schon Nummer 3. Ja, ich denke mal, in dieser Folge werden wir es nicht fertig kriegen. Aber wir haben schon mal den Grundstein gelegt für unsere automatische Erzfarm, die dann dauerhaft durchrennt. Und da muss ich mich auf jeden Fall nochmal bei CO2 bedanken, dass er mir dafür diese Dinger gegeben hat. Wir bauen gleich alle 6 auf. Denn hier können wir dann die Erze reinlaufen lassen. Bevor wir das ME haben. So. So. Und so. Dann können wir schon mal die Kabel verlegen. Wenn ich nicht schon wieder so einen Hunger hätte. Ja. So, am meisten brauchen wir jetzt natürlich noch Diamanten. So, 3 Stück Hammer, 3. Ja, doch, 3 Stück brauchen wir noch. Item-Konto jetzt Energieleitung. Genau. Jetzt muss ich. Ja, nee, ist richtig so. So, so, so. Insert, insert. Hier überall raus. Hier überall rein. Und hier natürlich raus. So, hier überall rein. Und hier raus und hier natürlich auch wieder rein und hier raus. So, und das gleiche Spiel hier drüben auch noch mal. Hier überall rein, hier raus, hier rein, hier rein, dann raus, raus und raus. So, hier rein. Da raus. Da raus. Und hier rein. Da rein. Und da raus. So, ihr seht, hier sammelt sich jetzt schon der Cobblestone. Da ich dort aber noch keinen Strom habe, arbeiten die natürlich auch noch nicht. Rein, rein, raus, 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 rein und rein. Na komm, raus. Und raus, rein und rein. So, dann, ja, warten wir noch auf die anderen 3 Sachen. Natürlich braucht die Hälfte der Maschine auch Strom. Eigentlich alle Maschinen. Das war jetzt falsch. Strom, Strom, Strom. Strom, Strom. So. So. Und hier noch einmal. Denn das Stromnetzwerk läuft dann an der Decke lang. Ich könnte eigentlich hier auch schon mal die Kabel wenigstens teilweise platzieren. Insert, extract, insert,
Extract und läuft. Ich habe keine Kabel mehr. Aber da haben wir ja oben noch welche zum Glück. Ja. Genau. Ja, wir haben unten angefangen. Ich beende jetzt die Folge, denn die geht schon wieder etwas zu lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge dann zu einem Ergebnis kommen und die automatische Erzfarm anschalten können.